Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute bin ich etwas früher unterwegs. Das hat einen guten Grund. Ich gehe nämlich heute auf Tequila. Und zwar hat mein Hoster Pedro hat da gute Connections zu einem, wo wir ein Hostel arbeiten. Und jetzt konnte ich dort eine Tour buchen, obwohl ich gar nicht in diesem Hostel bin. Und ich zahle dort 23 Franken für irgendwie die ganze Zeit von morgen um 10 Uhr bis am Abend um 5 Uhr, 6 Uhr so. Das günstigste, was ich gefunden habe im Internet, war irgendwie 66 Franken gewesen. Von dem her gut ein Drittel. Gut Schnäppli gewesen. Und jetzt laufe ich zu dem Hostel. Und danach geht es etwa so, ja, 40-50 Minuten, sollte es dann etwa losgehen. Gut, wir sind in Mexiko. Vermutlich geht es noch etwas länger. Wir sind jetzt hier am ersten Standpunkt angekommen, und zwar bei der Distillerie von Tequila. Nachher geht es noch zu den Agavenfeldern, aber jetzt gehen wir uns zuerst mal das anschauen. Volverlo con nada. Así te tomes toda una botella completa, el siguiente día no vas a sentir nada. Ni las manos, ni los pies. Volvean a Miguel, como anda, anda con pecho, pero no anda crudo. Also, für die Tequila-Produktion wird da hinten bei der Agave, das ist die Pflanze da, wird nur der untere Teil dort, sozusagen das Herz, Corazon, wird gebraucht, um Tequila herzustellen. 5 Jahre dentro de la barriga. A ver. Hier wird jetzt also der Tequila gelagert und wenn ihr gut hört, hört ihr die klassische Musik. Das ist, damit der Tequila noch viel, viel besser wird. So, wir sind jetzt hier auf der Agave-Plantage angekommen und jetzt geht es endlich los. Jetzt geht es das probieren. Vamos pa dentro! Vamos pa dentro! So, da hat es jetzt also die verschiedenen Tequila, die verschiedenen Farben. Blau, grün, rot und oben ist noch der schwarz. Und je nachdem, welche Farbe er hat, ist er unterschiedlich lang gereift worden im Barrikfass. Und das ist jetzt der schwarz. Ihr seht, der ist mega dunkel. Der kostet 900 Pesos, so ein Fläschchen. Und den kann man nur hier kaufen. Da kommen, glaube ich, nur in speziellen Restaurants. Ich habe jetzt schon 3 gehabt. Sicher sind noch stark. Und ja, jetzt gibt es den letzten, hoffentlich. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Geschenk gekauft für meine Hosts. Tequila und Honig von Agave. Und im Hintergrund sind sie so fleissig am Tanzen. Mariachi auch am Start. Este se llama Cantarito y yo Jesús. Cantarito. ¿Y tú? Mucho gusto, Jesús. Patrick. Patricio. So, jetzt gibt es also noch den originalen, lokalen Drink da von Tequila. Noch recht stark, natürlich mit Chili. Das Tequila-Tasting ist jetzt durch. Typisch mexikanisch war hier.
alle Leute, also mit den Mariachis, Musik, die gespielt hat, alle Leute am Tanzen, am Singen, fest Tequila getrunken. So wie man sich das richtige Mexiko vorstellt. Und jetzt gehen wir in die Stadt, also ins Dorf Tequila. Dort haben wir noch ein bisschen Zeit, um etwas essen und so. Und ja, ich glaube schon recht einem Sender, der noch so einen hohen Drink gekauft, den wir vorhin gesehen haben. Der ist auch noch recht stark, also ich hatte etwa 54 Kilos jetzt. Darum muss ich jetzt ein bisschen Wasser trinken. So, wir haben jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Eine Stunde sind wir jetzt so in einem Restaurant. Man sagt, oder sie sagen, Meeresfrüchte oder Seafood Restaurant. Dabei hat es irgendwie ein Fisch, den man auswählen kann. Der Rest ist alles irgendwie Pommes oder Chicken oder was auch immer. Es ist davor so ein Buffet. Da haben wir jetzt ein paar Sachen gegönnt. Und da sind wir jetzt eben eine Stunde und danach gehen wir in die Stadt führen. Und da ist so ein Hörli. So, jetzt ist es besser. So, ich bin jetzt hier Downtown Tequila. Und natürlich, wie kann man es sich auch anders vorstellen? Links und rechts, überall, in jedem Laden wird Tequila verkauft. Von kleinen Fläschchen bis in 5 Liter Tanks. Kommen da wirklich alles über. Jetzt müssen wir mal schauen, was ich da gefunden habe. Die verkaufen sogar den Fussel, den wir immer saufen in der Schweiz. Hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich den da noch finde irgendwo. Unglaublich, aber der wird vermutlich da irgendwie zum Händewaschen gebraucht, nicht zum Trinken. So, ich habe jetzt noch das Glas gegönnt und wir mal schauen, was es da gibt. Quantos? Glasse mit Tequila-Geschmack. Wie hätte es auch anders können sein? Aber ich habe mich jetzt für Erdbeer und Vanille altbewährt entschieden. Ja, liebe Leute, ich wäre jetzt wieder zurück von dieser Tour. Ich muss sagen, das hat sich richtig gelohnt. Coole Sache gewesen. Und ich habe jetzt gar nicht so mega viel getrunken, ist also noch gut rausgekommen. Von dem her kann ich jetzt den Abend auch noch ein bisschen geniessen, ohne da irgendwie völlig zerstört zu sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen und ist halt beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen, macht's gut, bis dann, ciao.